Ja, Udo, jetzt waren wir hier 6 Tage lang in Südafrika, haben uns da durch die Events gequält, mehr oder weniger, weil es doch viele PowerPoint-Präsentationen waren. Ja, ja. Aber welche Informationen oder welche Eindrücke hast du jetzt da so mitgenommen? Insgesamt von der ganzen Woche habe ich auch nicht so den Eindruck, dass der Ablauf zu vergleichen ist, wie zum Beispiel der Fluss des Wassers. Mhm. Wir waren am Dienstag in dem Technologiezentrum, wo eigentlich die Quelle der ganzen Energie sitzt, wo diese ganze Arbeit und Energie reingesteckt wird, um Ausbildungsplätze zu schaffen, beziehungsweise die Basics für die Zukunft, für die Auszubildenden zu bilden. Mhm. Und diese Quelle, die vereinigt sich eigentlich dann zu einem Fluss über verschiedene andere Institutionen, die TASA, beziehungsweise auch das Government, um zu einem breiten Fluss, einen gewaltigen Strom, Richtung Tal zu strömen. Wir werden ja literarisch. Das Land hat inspiriert, oder? Ja, sehr inspiriert, ja. Ja, das sind natürlich Eindrücke von einer Woche, die man wahrscheinlich erst in den nächsten 2 Wochen verarbeiten kann. Das denke ich auch. Und was ist jetzt das Resümee vom letzten Tag heute, Samstag? Wir waren jetzt heute zwar ein bisschen unterwegs, aber da gibt es ja jetzt auch den einen oder anderen Eindruck über Land und Leute. Ja, heute war natürlich der für die Kultur bzw. für das Land der schönste Tag, um den Nationalpark zu besichtigen, die Weiten bzw. die Vielfalt der Tiere zu sehen und vor allen Dingen zu sehen, wie die Tiere doch offensichtlich friedlich miteinander leben. Aber das alles ist ja auch nur möglich, weil es auch wieder von Menschenhand gesichert wird. So, das heißt, die Menschen haben dich auch inspiriert, jetzt nicht nur in der Woche, sondern im Speziellen generell heute auch. Was hat dir da am besten gefallen? Also heute, ja, dass man in diesem Park gesehen hat, dass wirklich eine Vielfalt von Tieren da ist und auch getrennt, gehegt und gepflegt wird, dass man den Eindruck hat, dass die Welt für die in Ordnung ist. Und so von den Menschen her, von den Begegnungen mit den Menschen her? Von den Begegnungen ist das eigentlich so, dass es ja relativ relaxed abläuft. Alle fröhlich, beziehungsweise entspannt. Alle am Lachen. Und in aller Ruhe geschieht. Obgleich da Gut und Böse so nah nebeneinander liegt. Ne? Genau. Ja, diesen Eindruck habe ich auch.